auf meinem Kanal. Heute, wenn ihr dieses Video seht, bin ich bereits auf der Glow gewesen und es werden jetzt die nächsten Tage einige Videos hochgeladen für euch, wo ihr Vlogs sehen könnt, auch private Einblicke, wie war die Reise und so weiter. Und ich lasse euch da so gerne dran teilhaben. Es wird auch ein Video kommen, ob ich die Glow hingehenswert finde und wie zum Beispiel die Giveaways waren, ob man da auch ein bisschen was abstauben kann und so. Ich denke, das wird euch auf jeden Fall interessieren. Aber heute habe ich ein Backup-Video für euch, beziehungsweise habe ich jetzt noch extra diese Woche für euch eins gedreht, neben den fünf, die ich für euch schon gedreht habe. Ich hoffe, ihr habt sie alle angeguckt. Wenn nicht, abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal und holt das bitte, bitte, bitte nach. Es war sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe euch drei wunderschöne Looks, die ich sehr schön finde. Und am Montag das Unboxing der Pre-Glow-Box von DM ausgepackt. Und am Freitag habt ihr gesehen, wie ich mein Chaos bewältigt habe, was ich mitnehmen soll und was nicht. Und heute habe ich eine Review für euch über ein paar Make-up-Tools, die gerade in den DM wandern. Und zwar habe ich die wunder, 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 wunderschöne LE von Essence. Und zwar nennt man das Girls Squad. Das ist eine LE mit wunderschönen Pinseln. Das ist jetzt ein Gesichtspinsel. Die haben auch total lustige Namen. Zum Beispiel Blende Betty und sowas. Und das ist ein Concealer-Buffer. Und ich habe mir vier von denselben mitgenommen. Beziehungsweise das ist eine Art Lidschatten-Shader-Brush. Und ich habe mir drei Blender mitgenommen. Die Blendepinsel sind bei mir. Ja, ich habe ja super viele Blendepinsel und ich habe halt so ein bisschen gesehen, von der Form her ähneln sie denn von Ebelin. Also hier habt ihr den Ebelin hier und das ist der. Die von Essence sind ein bisschen härter, sind Synthetik. Das ist ein bisschen weicheres Synthetik. Aber ich habe was auch noch was sehr Cooles. Bei Essence gibt es ja ein ganz neues Sortiment. Wenn ihr in Müller geht, da habt ihr ja die 3-Meter-Theke und da könnt ihr auch neue Tools kriegen. Ich habe jetzt keines von den neuen Essence-Pinseln mitgenommen, weil ich immer finde, dass die Stiele zu kurz sind. Also ich bin es gewohnt, von Essence solche Pinsel zu benutzen, um auch im Abstand zu blenden. Und ich habe jetzt das einzige. Ah, stimmt. Das habe ich mir auch noch mitgenommen. Das ist mein Cut Crease Wunder. Also damit kriege ich halt super geil die Linien für Cut Crease hin, weil die haben eine richtig scharfe Linie. Ich habe mir da mittlerweile nochmal zwei Backups gekauft. Selbstverständlich. Ich habe da drüben so eine Backup-Schublade. Die ist rammelvoll mit, auch mit LE-Pinseln zum Beispiel. Es gab ja mal eine wunderschöne LE. Und zwar diese. Das ist dieser Purple Paradise LE. Und Leute, ich habe davon vier noch im Backup, weil ich einfach so Angst habe, dass die einfach weg sind. Weil das ist der geilste Bronzer-Pinsel für 5, 6 €, den ich hätte finden können. Und deswegen bin ich eine Backup-Lady. Also ich werde mir, je nachdem, wie sie heute funktionieren, das ist auch das erste Mal, dass ich sie teste. Das ist einmal so ein, ich werde es jetzt zum Bronzen und Konturieren benutzen. Das dann nehme ich unter die Augen und packe ich mein Puder ums Gesicht verteilen. Dann habe ich noch Blender und den Shader Brush, also packe ich so einen Pinsel, wo ihr aufpresst. Ich habe mir die diese Woche gekauft, weil ich konnte ehrlich gesagt nicht dran vorbeilaufen. In die Hand nehmen. Es ist für mich etwas schwierig, den in die Hand zu nehmen, weil ihr könnt praktisch nicht wie diese hier einfach so in die Hand nehmen, sondern ihr müsst die irgendwie anders fassen, fester, und müsst dann praktisch anfangen zu blenden. Ich habe die jetzt leicht mit Fix Plus eingepinselt, damit die praktisch schon mal so ein bisschen austrocknen. Und dieser Evelyn-Schwamm ist auch so geil. Also ich muss sagen, ich habe ja hier, der ist zwar ein bisschen schmutzig, das ist ein Essence-Schwamm. Das ist ein Evelyn-Schwamm. Der ist vom Gefühl her ein Ticken leichter. Aber was ich bei dem hier toll finde, er hat dieses abgeschrägte Kante, wo man praktisch super den Bake unter die Augen packen kann. Ich habe noch zwei davon hier ganz frisch. Den werde ich jetzt aber nur fürs Make-up benutzen, weil ich dafür für Puder und so das da benutzen werde. Und ich hoffe, ihr habt da richtig, richtig Spaß bei. Und ich werde euch jetzt die ganzen Produkte in der So, Anwendung ich habe jetzt zeigen. mit meinem Concealer von Make-up Revolution, habe ich jetzt praktisch was auf das Augenlid getragen. Ich werde heute die Laura Lee Palette benutzen. Die wird auch auf jeden Fall bei der Glow dabei sein, weil ich einfach finde, dass die Farben, gerade das Schwarz ist sehr, sehr gut, deswegen man kann es nicht wissen. Ich nehme jetzt diesen
Ich habe den Namen vergessen, wie er heißt. Also, ich habe hier so diese Cheats. Also, ich habe hier die Namen. Also, Blending Betty ist auf jeden Fall ein Name. Undercover Carly, ich glaube, das ist dieser hier. Soft Sophie ist dieser große. Genau. Also, das ist auf jeden Fall die Undercover Carly. Ich finde die Namen toll. Also, ich finde Essence LEs. Manchmal sind die etwas kindisch. Also, ich weiß nicht. Also, das ist so ein bisschen. Ich bin jetzt 29. Ich kaufe jetzt auch nicht mehr alles, weil. Viel, also, das klappt sehr gut. Also, ich habe jetzt einfach von Cody Airspun. Ihr wisst ja, wie das aussieht. Habe ich jetzt einfach ein bisschen Puder genommen. Und puder mir sozusagen mein Auge ab. Das klappt hervorragend gut. Und jetzt werden wir mal in die Laura Lee Palette gehen und einfach eines der. Ich habe immer viele Blender dabei. Ich werde jetzt einen da zurückstecken und fange jetzt einfach mal an mit der Farbe Bomb Diggity, also mit dieser Farbe hier, in meiner Crease zu arbeiten. Man muss es schon ein bisschen anders anfassen und ich mag es eigentlich etwas fluffiger. Also, aber ihr kommt sehr gut also hier in die Kante rein. Das ist ganz gut. Also es lässt sich schon gut arbeiten mit. Aber mir ist die Form, also ich glaube, diese Form dieser Pinsel würde mich auf eine Zeit lang aufregen. Ich würde den dann wirklich nur irgendwie benutzen. Die Preise übrigens, ich glaube, einer von diesen Blendern hat 1,99 gekostet und diese größeren kosten schon 3,80, glaube ich. Und der lag, glaube ich, auch bei 1,99. Also bei Cosmetic for Less könnt ihr die bestellen. Ich werde euch gerne den Link raussuchen, wo ich euch die ein oder anderen Produkte zeigen kann, weil ich weiß, also da hat mir eine E-Mail, hat es mir eine E-Mail geschickt, wo ich gesehen habe, dass das auf jeden Fall dort schon ist. Ich gehe jetzt mit dem gleichen Blender in die Farbe Soft Cray Cray, in die Farbe Cray Cray. Ist auch ist eine tolle Palette. Also ich muss sagen, ich gewöhne mich echt daran. Ich mache mich jetzt auch gerade für die Arbeit fertig, also praktisch an dem Tag. Ich drehe aktuell am Montag dieses Video, um damit ihr am Sonntag ein Video habt zum Gucken, weil die LE ist jetzt aktuell draußen seit einer Woche, seit ein paar Tagen jetzt und ich habe sie jetzt am Samstag gekauft. Bei uns in der Königstraße in Stuttgart im in so einem DM. Ich habe erst so nach einem großen Aufsteller gesucht, aber es ist so ein Aufsteller in dem Essence-Ding selber. Also ich finde die eigentlich super. Ich will jetzt ein bisschen verdunkeln und ich gehe einfach mit demselben, weil das lohnt sich jetzt nicht. Gehe ich in diese Farbe Oddball und setze mir noch ein bisschen was in den äußeren Rand. Ich muss sagen, weil ich habe halt so tolle Lider, muss aber einfach sagen, wo man halt mit dem Pinsel in die Lidfalte reingehen kann, um praktisch dort weiter in der Transition zu arbeiten. Das ist natürlich geil. Ich werde jetzt auch das hier, das Schattierte, alles mal später wegsäubern. Ihr wisst ja, umso mehr Dreck im Gesicht, umso besser verblendet. So, ich mache manchmal auch die Augen ein bisschen so, dann könnt ihr eure Falte besser sehen. Die am Auge. So mit der Zeit, also ich glaube, ich bevorzuge das hier, das am Rand zu nehmen, weil ich einfach denke, dass das einfach, also ich gucke ein bisschen so und dann gehe ich mir einfach mit dem Pinsel in mein Schlupflid rein. Es ist so, Asiatin zu sein, ist manchmal nicht so einfach. Dadurch, dass ich aber einen deutschen Einschlag habe und mein Dad halt deutsch ist, sowas von deutsch, ist das einfach für mich eine tolle Technik, einfach doof zu glotzen und einfach da reinzublenden. Also ich mag den Look, also versteht das nicht falsch, ich mag den Look unnormal gern. Ich finde halt nur die Verpackung nicht schön. Ich finde halt für 44 Euro die Verpackung, ne. Also ich habe, oh, ich habe eine ganz tolle Neuigkeit für euch. Alle Leute, die da draußen in Stuttgart sind, am 15. März wird bei uns in der Königstraße ein Sephora im unteren Kaufhof Richtung Hauptbahnhof eröffnet. Dreimal dürft ihr raten, wer Samstag definitiv die Bank ausrauben wird. Ich habe am 15. leider Tagdienst. Aber ich werde definitiv einen Tag später da sein. Ich glaube, mein Mann hat Frühschicht. Das heißt, er wird mich nicht stören. ich finde, das Verblenden hat ganz gut geklappt, wenn ihr seht. Also
Ich cutte das natürlich alles noch ein bisschen aus und sauber das noch ein bisschen aus. Also die Pinsel sind sehr weich, also die sind wirklich weich und lassen sich auch gut sauber machen. Also ich habe jetzt hier mal ein bisschen abgetupfelt und es klappt wirklich super. Also ich muss sagen, der Look gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde mir jetzt einen Cut ziehen, meine Wimpern tuschen, meine Augenbrauen, um praktisch prepared zu sein, dass wir weitermachen können mit den So, anderen ich habe Pinseln. jetzt einen Cut gezogen und zwar mit dieser tollen Brush. Also das ist keine Brush, das ist so ein Silikonpedal oder sowas. Und ihr könnt so gut damit arbeiten. Es gibt ja auch noch den kleineren davon. Da trage ich zum Beispiel auch mal Pigment mit auf. Das tue ich mit diesem jetzt nicht. Da tue ich wirklich nur mal einen Cut rausräumen und ihr könnt wirklich absolut sauber sehen, wo ich langgelaufen bin mit meinem Concealer. Ich habe diese flache Brush jetzt genommen, das habt ihr jetzt nicht gesehen, und bin praktisch in diese zwei Farben gegangen, das im Inneren und bin dann in die Mitte mit etwas Gold gegangen. Das hat super geklappt. Was noch viel geiler war, ist, dass das Reinigen nochmal easier gelaufen ist. Also ich habe jetzt einfach nur ein Tuch genommen, das kann ich euch auch nochmal zeigen, ein Tuch genommen und habe das einfach so ein bisschen abgestreift und sauber gewischt sozusagen. Dadurch, dass es Synthetic Brush ist, also ich benutze auch keine Echthaarpinsel, das wird bei mir niemals der Fall sein, weil ich das unsinnigerweise finde, wenn man Tiere Sachen benutzt. Also selbst bei Make-up muss ich sagen, muss ich nicht unbedingt haben. Es kommt drauf an, ich habe zum Beispiel eine Foundation, die Matte and Poreless, zum Beispiel, die ist auch von Maybelline. Da wisst ihr auch, die ist jetzt auch nicht cruelty-free. Das Problem ist einfach nur, ich vertrage halt sehr wenig. Das ist halt leider etwas schwierig und die läuft ganz gut. Ich habe jetzt hier diesen, ich sag jetzt mal, Brush-Ding. Ich nehme jetzt mal den Hintern davon. Trage jetzt eine Menge. Der ist angefeuchtet natürlich, weil sonst wird er nicht groß genug. Ich werde jetzt die Buttseite dafür nutzen, das Make-up so zu verteilen. Jetzt hat sich mir der Eyeliner runtergedrückt. Achtet immer darauf, dass ihr den Schwamm nicht unbedingt in Farbe reindrückt, weil ich habe das schon gehabt, dass ich einen grünen Lidschatten hatte. In eines der Looks diese Woche, das werdet ihr sehen, da habe ich auch Aussäuberungsarbeiten gemacht. Ich drehe jetzt den Schwamm um und gehe jetzt mit dem Make-up mit dieser Spitze. Das klappt sehr gut, muss ich sagen. Ich möchte mal ein bisschen näher ran. So. Könnt ihr das ein bisschen besser sehen? So. Also, man kann da super mit arbeiten. Der kostet um die 2,45 € oder 3 Euro. Schießt mich nicht tot, wenn es nicht ganz stimmt. Also, auf jeden Fall. Schon wieder. Das ist einer, der ist noch nicht ganz trocken. So. Also das ist ein ganz, ganz toller Schwamm. Er ist super weich. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Beauty Blender benutzt und das werde ich auch nicht tun. Ich finde, 20 Euro Leuten aus dem Hintern zu ziehen, wo man halt einfach einen verkackten Schwamm verkaufen will, Entschuldigung, finde ich jetzt total unnötig. Also Leute, die die Beauty Blender benutzen, die schwören ja da drauf, aber irgendwie, ich habe von Real Techniques Real Techniques ja den Schwamm, der super funktioniert, ja. Und da weiß ich jetzt nicht, was ich dazu da halten soll von. Also ich habe super easy mein Make-up verteilt. Ich habe jetzt hier Baking Puder, beziehungsweise einfach mein Gesichtspuder. Und ihr seht, das ist aus welchem Bügeleisen im Gesicht habe. Ich nehme jetzt einfach diese Spitze und tappe das so rüber. Ihr müsst sehr, 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 sehr hygienisch mit euren Artikeln, was ihr am Gesicht nutzt. Also Pinsel mindestens einmal die Woche mal richtig durchwaschen. Ich wasche die komplett nach jeder Anwendung. Ich habe ja wirklich viele Pinsel und ich nehme dann wirklich, kauft euch doch einfach meinetwegen 10 Blendepinsel. Da benutzt ihr meistens pro Look, wenn ihr einen richtig heftigen Look habt, so wie der grüne oder blaue, den ich hatte, habe ich im Durchschnitt 6, 7 Blendepinsel benutzt, weil ich für jeden Farbton eigentlich einen eigenen benutze und dann halt noch teilweise saubere verwende. Nicht wundern, ich bake extrem hier meine Nasenrücken, weil ich bin Brillenträgerin. Und das hilft mir extrem dabei, sozusagen die Brillenabdrücke fernzuhalten.
und auch um den Mund herum. Das klappt echt gut, muss ich sagen. Normalerweise, wisst ihr ja, benutze ich so Cream-Konto-Produkte. Das mache ich nur ganz real quick hier an den Wangen. Ich benutze dafür diese Concealer von Make-Up Revolution, weil ich finde den richtig gut. Ich benutze den auch schon echt lang, jetzt schon 4 Wochen oder so, als Cream-Konto-Produkt. Und muss halt echt sagen, die lassen sich so einfach verteilen. Also wirklich für da draußen, die sich noch nicht ganz trauen. Also ich verlinke euch gerne. Bei Cosmetic for Less könnt ihr zum Beispiel unnormal gut diese Dinger aussuchen. Tam Beauty zum Beispiel hat auch sehr gut. Die ist natürlich die Ursprungsseite, wo ihr alles herkriegen könnt. Aber wie ihr seht, das lässt sich super easy verteilen. Ich bin jetzt auch schon fertig. Mein Bake lasse ich immer wirklich bis zum Schluss, bis ich praktisch meine Puderbronzer aufgetragen habe, weil das Teil, das muss das noch nicht sein. Ich hoffe, dass es bis dato ich zur Glow gekommen bin, hat es noch 5 Tage Zeit, dass das Ding endlich stirbt. Aber ich habe keine Hoffnung. So, das Make-up zum Beispiel, ihr seht ja, ein guter Blendepinsel ist ja wirklich absolut essentiell dafür, ob wirklich euer Augen-Make-up gut gelingt. Ich nehme jetzt dieses Soft, wie heißt der? Soft irgendwas und suche mir jetzt einen Bronzer raus. Ich sehe schon wieder aus. Und ich glaube, ich nehme den Butter Bronzer. Ich glaube, ich brauche nicht so viel Bronzer. Ich gehe jetzt einfach mit dem Pinsel da rein in den Mumuru Butter Bronzer und fange mal an. Ja. Der ist butterweich, also der Pinsel ist ganz, ganz toll. Was bei dem halt geil ist, der Stiel ist sehr lang. Ich weiß, dass ich von dem bestimmt nochmal einkaufen werde, weil der ist super lang. Er erinnert mich sehr an die von Love. Die Pinsel, die ihr ja beim Online-Shop immer noch kriegen könnt, die sind ja nur aus dem Sortiment gegangen, weil die halt Platz für andere Dinge braucht, weil die Theke ist ja nochmal nicht so lang. Aber der fühlt sich richtig gut an. Verteilt auch ganz gut meinen Bronzer. Ich benutze gerade sehr oft den Butter Bronzer, muss ich sagen. Ich will auch unbedingt den leer kriegen und ein neuer wird auf jeden Fall bestellt. In Amerika gibt es ja den nochmal einen ganzen Ticken dunkler. Aber wie ihr seht, ich mache ja eh das Cream Contouring. Ich brauche jetzt keinen übelst dunklen Bronzer. Also, das war's eigentlich schon. Und oh, der Pinsel riecht super. Also der Soft irgendwas, ich habe vergessen, wie der Name heißt. Auf jeden Fall dieser Gesichtsbrush, den kann ich super empfehlen. Die Augenpinsel finde ich auch sehr, sehr schön. Aber zu dem kommen wir dann gleich. Ich werde jetzt mit dem Pinsel die Sachen auch wegnehmen. Also ich habe jetzt ja vorher damit zum Beispiel mein Augenlid gesettet. Und das klappt auch super gut. Ich bin sehr zufrieden mit. Bis jetzt eigentlich mit allen Pinseln. Eigentlich bin ich mit den Tools echt ganz zufrieden bis jetzt. Ihr kommt sehr präzise da in diese Produkt, in die Rillen rein. Ihr könnt auch sehr gut unter dem Auge nochmal nachpressen, dass ihr praktisch da definitiv das ganze Produkt dann weg habt. Ich mache jetzt ganz geschwind kurz das Augen-Make-up fertig, trage meinen Lippenstift auf und wir kommen So, ihr dann zum Lieben, Resümee. mein Make-up ist hiermit fertig und ich muss sagen, es ist wirklich super geworden. Also, jetzt mal zu den einzelnen Pinseln. Also, diese Soft, wie auch immer sie heißt, damit kommt ihr super in die. Also, da geht's auch, ich glaube, stellvertretend auch für diese Form. Wie gesagt, der kostet 3,79 €, glaube ich. Ist so, so süß. Also, ihr habt wirklich eine tolle Form in dem Pinsel. Ihr kriegt die auch super sauber. Also, das ist so ein ganz normaler Synthetic Brush. Ich finde sehr weich. Also, ihr habt wirklich keinen harten Pinsel oder sowas. Und ich finde die Form halt super süß. Guck mal, der heißt Girl Boss. Und ich werde den definitiv zur Glow mitnehmen. Und vielleicht auf der Glow, wenn ich Glück habe, gibt es bestimmt einige LEs, die da rumfahren, wo ich mir vielleicht nochmal einen mitnehmen kann. Dann einen. Diese Concealer Brush praktisch zum Einklopfen des Concealers. Ich finde diese Form sehr, sehr extra. Also ich finde die richtig extravagant, muss ich sagen. Sauber machen kriegt ihr den auch super gut. Also da bleibt auch nichts dran hängen. Ich finde die Form sehr, sehr gut, weil ihr kommt wirklich mit dieser Form wirklich super in euer Auge rein. Könnt auch praktisch den Concealer nass einklopfen und einfach umdrehen und praktisch dann euer Setting Powder draufpacken. Ich würde die definitiv, ich brauche davon jetzt praktisch jetzt nicht nochmal einen zweiten, weil Brushes gehen bei mir eigentlich nicht so oft kaputt. Aber diesen würde ich auch empfehlen mitzunehmen.
Ich habe dann ja die Blender gehabt. Das ist jetzt ein sauberer. Ich habe davon 3 Stück mitgenommen und das wird auch, denke ich mal, ich habe ja nochmal 2 extra. Super, super süßer Blender, hat einen schönen, schönen kleinen Kopf. Lässt sich gut reinigen, also ihr könnt gut in so einem Tuch das abspülen. Das Einzige, was ich da ein bisschen bemängeln muss, ist diese Handhabung, dass ihr praktisch das ein bisschen blöd in der Hand habt. Aber ansonsten finde ich dieses Ding sehr, 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 sehr hübsch. Und auch vor allen Dingen, das Einzige, was mich so ein bisschen dran stört, ist, dass der Print jetzt nicht so super aussieht. Aber ihr dürft halt nicht vergessen, Essence bietet euch halt auch wirklich für 3,80 € einen wirklich geilen Pinsel, der super in der Hand liegt. Die LEs, die ich früher getestet habe, zum Beispiel, die waren auch alle super. Also Pinsel-LEs von Evelyn und Catrice und wie sie nicht alle heißen, muss ich sagen, ihr braucht keine Zoeva, Morphe oder weiß der Teufel was für Pinsel. Make-up, wie gesagt, lässt sich, schaut mal, also das ist auch ein für manche dramatisches Augen-Make-up. Für mich ist das ein Alltags, ich gehe jetzt zur Nachtschicht-Make-up. Und ich finde die Blender sehr, sehr, sehr gut. Dann habe ich ja noch diesen Shader-Brush, also packe ich so eine Brush mit so einer flachen Seite. Damit habe ich sehr, sehr gut und präzise meinen Lidschatten aufgepresst. Er ist sehr groß, das heißt aber jetzt nicht, also ihr könnt pressen und gleichzeitig so nach hinten verblenden. Das klappt sehr gut. Dafür möchte ich mir auch noch einen zweiten kaufen, weil von Essence gibt es einen ähnlichen, also es gibt ja eigentlich fast den gleichen, aber ich fand die Form härter süß. Sollte ich nochmal an irgendeinen drankommen, werde ich mir auf jeden Fall nochmal einen holen. Und dann habe ich noch die letzten 2 Tools. Es gibt noch mehr Sachen davon. Es gibt noch eine durchsichtige Pinseltasche. Es gibt noch so ein, wie nennt man das? Oh, Pinzette, eine Pinzette. Aber weil ich halt schon eine Pinzette habe, habe ich mir die jetzt natürlich nicht nachgekauft, weil ihr wisst ja, ich kaufe zwar Make-up, aber ich kaufe jetzt keine verschwenderisch Sachen irgendwie oder so. Und diese 2 Pinsel, beziehungsweise diese Spatel-Dinger, das ist ja der kleine, das ist der Essence Pigment und Glitterpresser. Sehr, sehr geil, da könnt ihr auch unnormal präzise auch einen Cut ziehen, weil die haben halt, wie ihr seht, scharfe Kanten, ja? Ich versuche mal, dass ihr das sehen könnt. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Also diese scharfen Kanten bieten euch halt für Concealer eine sehr, sehr gute Fläche, um praktisch euren Cut-Crease zu ziehen. Also da muss ich echt sagen, wow. Und mit diesem Spatel hier könnt ihr sehr gut praktisch, stellt euch mal vor, ihr macht jetzt hier einfach die Fläche mit Concealer und ihr stempelt jetzt einfach euren Cut frei. Und dann zieht ihr den Concealer so nach unten. Also das hat mir so, so gut krass geholfen bei dem Machen von Cut Crease, muss ich sagen. Und um euch keinen Scheiß zu erzählen, Leute, ich bin obsessed mit Essence Pinseln. Also ihr seht alle Türkisen da oben. Auch dieser hier, den kriege ich irgendwie nicht mehr sauber. Der ist von dem Look, von dem Neon-Look am Mittwoch. Und auf jeden Fall, da sind wirklich, ich schwör's euch, 30 von diesen Essence-Blendern. Die sind super zum flächig blenden. Und wenn ihr praktisch ein bisschen precise arbeiten wollt, dann nehmt ihr einfach den Evelyn-Blender. Der kostet, glaube ich, 3,95 € oder so. Und auf der anderen Seite habe ich auch so viele, also zum Beispiel dieser Blender, diese hier zum Beispiel, das sind ja diese spitz zu laufenden. Die benutze ich in meiner Lower Lash Line. Dann habe ich natürlich auch solche Lidschatten-Packpinsel. Die finde ich allerdings ein bisschen nicht spitz genug, weil wenn ihr praktisch das draufpackt, kann sein, dass es ein bisschen weiter oben drüber geht. Deswegen werde ich mir davon auf jeden Fall noch welche holen. Leute, Schminken muss nicht besonders teuer sein. Ich hoffe, dass euch diese Review echt Spaß gemacht hat. Und vor allen Dingen muss ich sagen, das absolute Highlight, auch ein Highlight, war auch noch dieser Schwamm, den hätte ich jetzt fast übersehen. Mit der Popo-Seite habe ich praktisch so eingepresst. Das Einzige, was mich sehr stört, Leute, schaut mal, das ist jetzt eine Anwendung. Der sieht aus wie 2, 3 Monate nicht gewaschen. Also das ist das Einzige, wo ich ein bisschen bemängeln muss. Bei den nächsten Tutorials werde ich euch nochmal Rückmeldung darüber geben, wie gut ich den sauber bekommen habe. Das ist halt so ein bisschen, seitdem Kim Kardashian, ich kann euch jetzt mal was zeigen. Ich zeige euch das. Ich habe bei Primark mir Nude-Eier gekauft. Und zwar auch in so einer, wie heißt das? In so einer Nude-Reihe. Das ist ja irgendwie seitdem Kim Kardashian die Nude-Trend ja freigelaufen hat. Ich finde die Eier nicht so gut, weil die sind überhaupt nicht weich. Und ich habe ja nochmal so einen
Tour von Essence, da komme ich mit der Form auch nicht zurecht, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich das zu festhalte, dass mir das auseinanderkracht in der Mitte. Deswegen vom Drückgefühl und von dem Auftragen des Make-ups tipptopp ab, A++++. Aber vom Saubermachen her werde ich euch auf definitiv im Laufenden halten, ob das sich lohnt. Weil, wie gesagt, ich habe halt immer das so, normalerweise trage ich zu meinem Pulver, für meinen Puder nehme ich diesen hier, weil der ist schon eh leicht kaputt. Das ist ein Real Technique Schwamm, der arschteuer ist, der kostet 13 Euro. Den habe ich aber bei Douglas gekauft, da war er ein bisschen günstiger. Und der ist vom Weich her einfach geil. Also er ist super, super schön. Der von Ebelin ist noch ein ganzes Ticken weicher. Also ihr seht ja, gleicher Kraftaufwand und ich kriege den nur halb durch und den auf den Boden. Und wie gesagt, das Saubermachen ist jetzt so ein negativer Punkt, den man aber jetzt auch ab auslassen kann. Für 2,95 könnt ihr auch, wie gesagt, jeden Monat mal einen neuen kaufen. Wenn ihr in regelmäßigen Abständen praktisch eure Pinsel und so reinigt, einmal die Woche, finde ich, ist es schon mindestens. Dadurch, dass ich Tutorials mache, muss ich die Pinsel immer danach machen, weil wir, beziehungsweise ich, trage halt Make-up wirklich etwas dicker auf wie bestimmt andere. Wie gesagt, das ist mein Outfit, mein Look für in die Arbeit gehen. Ich bin das gewohnt, einfach aufgestylt in die Arbeit zu gehen. Ich habe eine Tätigkeit, die nicht so ganz so ordentlich ist. Ich bin halt Intensivpflegerin und ich möchte mich immer noch wohl und weiblich fühlen in meinem Beruf, auch wenn ich irgendwelche Exkremente waschen muss oder wegputzen muss oder jemanden einfach helfen muss, Sekret absaugen und so. Da möchte ich mich einfach noch weiterhin sehr wohl fühlen und deswegen benutze ich auch, wie gesagt, sehr, sehr, also ist auch berufsbedingt, bin ich sehr, sehr hygienisch unterwegs, was meine Tools angeht. Und ich hoffe, diese Review hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da und wir sehen uns auf jeden Fall morgen, spätestens Montag oder Dienstag, werde ich euch einen wunderschönen Vlog zusammenstellen, wo ich euch hoffentlich dazu animieren werde, bald auch mal die Glow zu besuchen. Und wir sehen uns dann bald wieder, meine Schätze. Und ich wünsche euch trotz allem einen wunderschönen Sonntag. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen oder übermorgen, je nachdem, wie schnell ich mit dem Schneiden bin, wieder.